Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zombie. Ja, wir haben uns die Aufgabe gesetzt, ein paar Bücher zu organisieren und danach, ich schau kurz nach, und danach das Militärlager abzufarmen. Ja, da haben wir eine Menge Bücher. Kann ich das irgendwie markieren? Ist die Frage. Nicht, dass ich wüsste, weil ich habe jetzt dort ein Ziel. In der Richtung irgendwo dort hinten. Wenn ich eine Abkürzung nehme, wird mir das auch angezeigt als... Da ist ein Ziel. Aber sonst nirgends. Ich schaue kurz nach. Und zwar... Nein, falsche Taste. Tower of London, Baconfields, Spiegel Green, Brick Lane Markt, Brick Lane Wohnung, Victoria Memorial. Okay, das sind doch die Orte, die wir schon gefunden haben. Safe House war nichts, Brick Lane Markt, Wohnung und Memorial. Palast Untergrund, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen zum Brick Lane Markt. Von dort zu den Wohnungen und holen uns so die die Briefe von die. Ich hoffe nur, man findet die irgendwie. Ich glaube sogar. Toll. Das hört sich schon großartig an. Das war noch nicht so mit dem Boden. Ach so, das ist okay. Okay. Das hier ist neu. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen, dass ich hier nicht... Okay. Feuerkraftaufwertung. Eine leere Kiste und ansonsten nichts. Ja. Okay. Ich sehe den Zombie dort hinten. Ich überlege mir, in welche Richtung. Ich glaube, ich muss fast in diese Richtung gehen. Brick Lane Markt. Und zwar glaube ich zu wissen. Oh, eine Mine liegt dort. Hoppla. Ich glaube, das ist so ein Kriechen da, oder? Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Okay. Danke für die Mine, die kann ich gebrauchen. Tierfleisch? Hier hinten war doch so ein C4-Dingens. Ich hoffe, das war es nicht. Ich glaube, es waren diese versteckten Nachrichten, die man... So diese... Keine Ahnung, was genau es waren. Oh. Gut, es waren nur Vögel. Dort hinten lebt aber was. C4 habe ich nicht, das ist okay. Ich
Den kriegen wir weg. So, und jetzt. War hier nicht vielleicht... Nee, war nicht. Schade. Ich weiß, dass hier... Ah. Okay, wir kommen an die Briefe nur mit C4. Gut, haben wir das rausgefunden. Sonst hätte ich mich dumm und dämlich gesucht. Naja. Dann gehen wir halt wieder zurück. Machen erst die, das Militärlager und holen uns von dort die nötigen Materialien. Das heißt, wir müssen Victoria Memorial? Ja. Ich hoffe, der Punkt ist direkt gesetzt bei der Hauptquest. Das heißt also, überall, wo diese Minen waren, sind wahrscheinlich auch diese Briefe dahinter. Haben wir hier nicht... Haben wir hier keine Karte freigeschaltet? Sieht nämlich gerade so aus. Das ist seltsam. Und es ist hier auch verdammt staubig. Also die Sicht ist mal wieder genial. Die Raben von Sie rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Aber Bloody Kelly. Ich dachte, sie wäre tot. Aber beachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung? Scheiße. Die knallen dich hier ab und klauen dir deinen Pop. Wo genau... Sind wir denn wieder hier gelandet? Das ist ein völlig neues Gebiet. Wir hatten hier einen... Oh. Da liegt mal einfach eine Mine rum. Schon die nächste. Keycard haben wir nicht. Aber den Dietrich. So, das ist Nummer 2. Nummer 3. Interessante Perspektive. Okay, dort hinten haben wir ein paar Gegner. Solange es nur die sind, kann das uns eigentlich egal sein. Ich glaube, wir waren hier schon. Alter. Nicht gerade wenige. Der müsste jetzt von oben runterfahren, oder? Genau. Das ist genau die Gegenseite von... Nein, ich will nicht reinkriechen. Ich will eigentlich nur plündern. Ist aber gar nichts drin. Okay. Alter, es ist hier offen. Und Alter, wie viele... Bitte sagen wir, dass das irgendwie 80% Tiere sind hier. Seh dich nach dem Kernel um. Er hat die Keycard für die mobile Waffenkammer. Aber sonst geht's euch gut, oder? Ach du Scheiße. Okay, wir haben... Alter, wie viele sind denn hier? Das da oben ist ein Tier, das macht mir keine Sorgen.
Aber Alter, der Rest der hier. Taschenlampe aus, kurz das Inventar sortieren. Pistole haben wir, den Baseballschläger, die Schrot. Wir könnten, wir haben die Mine auch gelegt, okay. Was auch immer das für eine Kröte sein soll, die diese Geräusche macht. Alter. Einfach ein Sumpf. Das ist natürlich, oh, Schrotgewehrmunition. Sehr viele Tiere dort oben, das ist gut. Ich hatte recht mit den... Alter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da hinten kriecht auch irgendwas im Schlamm rum. Wenn der mich sieht... Ah, gut. Ja, komm mal her. Keine Panik. Ich tu dir ja nichts. Nur ein paar leichte Schrammen. Geht doch. Alter. Was? Das siehst doch. War das nicht ein Tier? Ne, Infizierter. Noch ein Infizierter, noch ein Infizierter. Alter. Er hat meinen Arsch durch Kuwait gebracht und noch weiter. Ein Mann von Ehre. Okay, wie zum Teufel soll ich das überleben? Ich kann geradeaus. Dort hinten ist nichts auf dem Radar. Hoffe ich zumindest, außer der dort. Dann habe ich aber das Problem, dass mich irgendwie dort 20 angreifen. Ganz langsam. Vorsichtig. Ich glaube, ich sollte... Ich überlege, ob ich hier eine Mine platziere. Und weißt du was? Das tue ich. Ich will einfach nicht selbst durch die Mine in die Luft fliegen. Oh nein, nicht so. Oh. Die Grünen konnten kotzen, ne? Moment, ich entschärfe die mal wieder. Ist klar. Ich entschärfe die mal wieder. Seltsamerweise hat das keine Sau gehört. Alter. Dass ich das überlebt habe. Ich meine, da waren etwa drei Explosivfässer neben mir. Mein. Ich dachte, ich könnte die wieder einfach so, ja, easy, entschärfen, auf gut Glück. Macht ja nichts. Wie soll ich das, soll ich da drauf schießen? Vielleicht explodiert das? Nee. Komm her. Geht doch. Okay. Scheiße. Ich sag dir, im Gegensatz zu früher ist die Army heute ein verdammtes Ferien.
Du bist drin, also schnapp dir die Knarren. Dass die Vögel hier nichts tun. Alter, ich meine voll handsam. Draufkloppen. Oh, Tierfleisch dabei. Ach, ich kann die Tiere einfach selbst mitnehmen. Okay, macht Sinn. Können sie eigentlich riskieren? Das ist nichts Explosives, oder? Gott sei Dank. So, jetzt probieren wir mal das Tierfleisch aus. Verliert man etwas Leben. Gut, der Rabe war noch frisch. Der Rabe war ebenfalls noch frisch. Der nicht mehr so. Ach, das war nicht mehr so. So. Wie sieht's mit dem Raben aus? Verdammt. Frisch geschlachtet, aber trotzdem nicht mehr essbar. Da ist Tierfleisch drin, da ist die Keycard. Der lebt hundertprozentig noch. Was? Ich plündere nicht. Hallo? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Der hängt auch irgendwie daran. Ich glaube, der sollte irgendwie hängen. Ich glaube, der ist einfach verbuggt. Gut, lassen wir's. Dann halt nicht. Nahrung zu suchen ist eine gute Idee. Aber räum mir nicht die Ohren voll, wenn dir schlecht wird. Oder Schlimmeres. Glück gehabt. Ich habe die Keycard. Nur waren hier drin keinerlei Waffen. Ich dachte, ich es hieß, schnapp dir die Waffen, aber es ist ja nur die Keycard. Naja.